Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen. Ja. Ich habe einen Faden verloren. Kurz Cover, more realistic Let's Play. Ich habe hier das Ding hier ausgegraben, habe den. Ich konnte nicht widerstehen. Jetzt habe ich 8000 auf den Kopf gehauen und, boah, da haut mir bestimmt die Lok voll. Das ist so meistens so bei diesen Dingern, oder? Ich hoffe nicht. Wir werden es merken. Aber ich musste den ab. Ich finde sowas von geil. Und, naja, ist noch früh. Aber wir müssen mal loslegen. Was gibt es noch nicht für den noch? Wartet mal. Ich habe jetzt noch diese Dings gekauft hier. Ich hoffe mal, dass man damit auch Gras und so weiter aufnehmen kann. Palettengabel brauchen wir jetzt noch nicht, aber die Schaufel, die bräuchten wir dann nochmal, aber die kann ich dann auch später holen, weil ich denke mal, hiermit wird man sicherlich dann auch Gras und so aufnehmen können. Mal gucken, wie sich das Ding anhört. Also, das sieht echt geil aus. Komm schon, komm schon. Komm, spring an, komm. Gut, ich hoffe, dass es nicht so ein Seelenverkäufer ist. Achso, man kann hier irgendwie. Wartet mal. Mal Taste 0. Achso. Nee, das war die Tür. Man kann das Ding nach vorne irgendwie drehen, aber jetzt. Na, ich muss mal hier Questplay ausmachen. Boah, ist ja alles neu hier. Ich habe das so lange nicht benutzt. Mann, wo ist denn jetzt die Einstellung? Man konnte auch immer einstellen. Ach da war es, glaube ich. Cosplay öffnen. S-Tigger links und löschen. Merkt euch das mal, ich vergesse das sonst. Okay. Und jetzt? Ah, hier, guck mal. Das war cool. Jetzt will nur meine Taste belegen auf meinem Joystick. Das heißt, ich könnte jetzt hier so ranfahren. Sogar beim Anhänger beladen und später vielleicht eine geile Sache. Wenn ich das dann hinkriege. Ah, ich glaube, ich fahre jetzt mal normal ran, ne? Das Ding nochmal raus. So. Jetzt passiert. Okay, ja, ist gut. Das heißt, ich könnte dann theoretisch hier, wenn ich jetzt hier so daneben stehe und keinen Platz habe, könnte ich dann. Ist doch geil, oder? Schon praktisch. Und es wird früh am Morgen und wir stellen mal den Speed der Zeit zurück. So. Mal auf fünffache Geschwindigkeit. Können wir das Licht ausmachen. Und wir bringen das Ding mal nach Hause. Wobei. Wobei. Ich gerade nochmal rüberspringen muss. Um hier die Gerätschaften wieder anzuschmeißen. So. Noch weiterhin Mais ernten natürlich. Den mal an, am besten hier vorne. So. Oh, mir gefällt der Einzug hier nicht. Sonst wäre ich jetzt mal eine Runde selbst gefahren, aber.
Dann macht das Otto Kombine für uns. Ich muss doch mal kurz gucken wegen der Breite. Ist okay. Okay, dann los geht's. Okay, der läuft. So, was ist mit ihm hier? Sieht ganz schlecht aus. Ich hoffe hier, war schon überlegen, ob diese Texturen jetzt hier, ne? Hier diese. Ich lasse die eine Bahn jetzt erstmal drin, das fahren wir sonst später nochmal nach. Ich bin damit über. Oder? Der weiß, ich glaube, wir machen das anders, weil der bleibt jedes Mal hängen, wenn er einem oben ist oder unten ist. Und von daher. Mache ich jetzt hier nochmal Vorgewende und dann schicken wir den. Von links nach rechts. Ich glaube, da habe ich dann im Endeffekt dann doch mehr Ruhe. Weil irgendwas spinnt hier rum. Vielleicht klappt es ja auch. So. Mal umschalten. Den noch runter. Gucken, ob das eingeschaltet ist. So. Übrigens, um hier richtig voranzukommen, das Ding hier, der Michael Wortmann mir erzählt, schluckt wohl 125 PS und dafür macht der Schlüter das echt noch gut. Das heißt, der New Holland wird das wahrscheinlich auch nicht besser machen. So. Seemaschine müssen wir noch anschalten. Oh, hat der Helfer ja auch gemacht, aber. Allrad ist an. Läuft. Fort. Steht, warum auch immer. Irgendwas hatte ich mit dem vor, ne? Ich weiß nicht mehr was. Gut, er kann ja hier stehen bleiben. Und den bringen wir jetzt mal nach Hause. Was eine Kiste. Der macht sie natürlich optisch gut. Zu unserem anderen Frontlader, den wir da haben. So ein richtiger Seelenverkäufer, oder? Wenn man das Ding sieht, also ich weiß nicht, ob ich den kaufen würde. Da musst du zumindest musst du gut basteln können, ne? Könnte natürlich versuchen, dann mit dem gucken, wie der dann, ob er Gras aufnehmen kann. Und dann vielleicht den neuen Anhänger beladen. Boah, ist der geil. Ich sag euch, mit dem stimmt was nicht. Das ist immer so, wenn man was toll findet, dann hat das Ding naja Fehler und ich hoffe, das klappt. So. Könnten ja nicht schon mal schauen, ob der hier auch Stroh aufnehmen kann. Ne, macht er nicht. Wenn das jetzt auch nicht hier funktioniert, dann weiß ich auch nicht, wozu ich das Ding
eine Gabel habe. Hallo. Toll, nimmt hier überhaupt nichts auf. Wofür ist denn das Ding? 500 Euro. Für Mist oder was? Okay, Mist haben wir, glaube ich, noch gar keinen. Aber es wundert mich jetzt schon ein bisschen, ne, warum der jetzt davon jetzt gar nichts aufnehmen kann. Ist auch wieder nur so ein Kartoffellaster. Also müssten wir auf jeden Fall... Boah, müsste ich jetzt nochmal 500 ausgeben. Was meint ihr? Wo die Schaufel noch kaufen. Oder das probiere ich dann nochmal aus, vielleicht offline, ob der, ja, was die Schaufel überhaupt kann, ne? So, wie sieht's hier aus? 84%. Ja, hier, schon wieder. Verstehe ich nicht, ne? Bleibt einfach stehen. Wir probieren es jetzt mal so rum. Der da mit dem Dingen nicht klarkommt. Wir werden es sehen. So. Wasserfass ist aufgefüllt, das ist gut. Dann fahren wir erstmal zu den Kühen rüber. Ja, wenn dieser neue Radlader, wenn wir damit nichts anfangen können, dann verkaufe ich die natürlich wieder. Wir haben Verlustgeschäft gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Dafür haben wir den einen Anhänger so billig bekommen. Ne? Nicht, dass es hier heißt, ich cheate. Das liegt mir nämlich fern. So, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich auf der Weide. Das ist, glaube ich, der Wasserdruck. Was geht denn da für eine Tür auf? Wir fahren mal hier lang. Aber hier kann man dann auch den Mist, was heißt, ach, ich muss den Mist selber rausfahren, oder? Auf jeden Fall eine Rampe dafür. Dann jagen wir doch den Radlader nochmal dann durch, aber wenn da jetzt kein Stroh aufnehmen kann, dann ist wohl dann auch nicht klappen. Noch ein Stück weiter. Da muss ich nochmal die Hand einblenden, dann sehe ich nicht, was er macht. Also hier kann ich jetzt noch nicht auffüllen.
Na, Kuh? Tja. Versuch's doch mal so von der Seite. Ah ja, okay. Gucken, ob der sich dann hier auch füllt. Okay, reicht. Und damit müssen wir dann auch zu den Schafen rüberfahren. Aber wir gucken noch mal, wie das mit dem Mist aussieht. Milchwagen war auch gerade da. So, Mist, Mist, Mist. Steht hier nicht drauf. Da, null. Doch, da, 427 sind drin. Also, naja, gut, das lohnt sich noch nicht, ne? So, eins wollte ich noch mal gucken, aber die hatten ja noch genug. Gras und Stroh ist genug da. Wir brauchen halt nochmal Silage, ne? So, wir haben auch nur zwei Kühe. Das kostet eigentlich so eine Kuh. YouTube. 2000. Was haben wir eigentlich noch so an platzierbaren Gebäuden? Okay. Wartet mal, wir haben auch platzierbare Mods. Das ist nicht sonderlich viel, da ich schon mal mehr. Okay, das war's schon wieder. Und wie es weitergeht, seht ihr spätestens am Sonntag um 13 Uhr. Ich werde nochmal schauen, ob ich eventuell zwischendurch nochmal eine Folge raushaue. Kann ich aber nicht versprechen, da ich momentan sehr viel um die Ohren habe. Aber seid gespannt. YouTube, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ein bisschen Feedback wäre echt nett. Der JD ist auch schon wieder voll. Ja, macht's gut.